Hallöchen, meine Lieben. Wir schauen in die Tagesenergie des Montags. Denke mal daran, ne? Kollektive Legung kann, muss aber nicht auf dich zutreffen. Was kriegen wir denn hier, liebes Universum? Ach, die Maske. Ja. Hinter die Maske blicken, hinter die Fassade schauen. Entweder von dir selbst oder von einer anderen Person. Da haben wir schon ein Gegenüber. Jemand hat hier, vielleicht lässt sogar jemand endlich die Maske fallen, zeigt seinen oder ihren wahren Kern und er oder sie schaut hier auf das Glück auf der einen Seite, aber natürlich auch auf das Risiko der anderen Seite. Mal gucken, was das Tarot als weitere Impulse hier raushaut. Okay, es geht hier um die Liebe, ihr lieben Liebenden. Wir haben das Ass der Kelche. Es kann durchaus sein, dass der ein oder andere hier unerwartet ein Ich liebe dich hört. Von jemandem, der oder diejenige das gut verborgen hat in den letzten Wochen, Monaten. Ja, aufgrund vielleicht auch von Stress, von eigenen Problemen, von eigenen Schattenthematiken, die sich dieser Person gestellt hat und dementsprechend den Kopf einfach auch nicht frei hatte, um überhaupt in die eigenen Emotionen einzutauchen. Und jetzt findet hier eine Herzöffnung statt. Also dieser Mensch kann es eigentlich nicht mehr verbergen, dass dort halt Gefühle warten. Jetzt haben wir hier allerdings mit der Schwertkönigin schon jemanden, der nicht unbedingt im Verstand ist, was dich angeht, nicht unbedingt in den Gefühlen ist, was dich angeht. Ja? Du hast viel Freude und Leid in deinem Leben erfahren, bist sehr unabhängig, sehr selbstbewusst und schaust hier tatsächlich mehr auch auf das kurzlebige Glück. Vielleicht hast du dich eigentlich schon mit der ganzen Geschichte abgefunden, dass es nichts wird, nicht fruchtet. Ja, und jetzt kommt aber irgendein Impuls rein, auch von der anderen Seite natürlich, der das Ganze so ein bisschen zunichte macht. Dieses, ach, ich bin eigentlich schon auf dem Weg raus aus der ganzen Nummer. Es ist sowohl für das Gegenüber als auch für dich eine kleine Lernaufgabe. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Ja, vielleicht kannst du auch einen Nutzen aus der ganzen Geschichte ziehen. Wenn du feststellst, vielleicht wäre es gut, mehr auf dein Bauchgefühl zu hören. Hier liegen noch die 6 der Münzen auf dem Kopf drauf, auf der ganzen Energie. Ja? Abhängigkeit, Frustration, die zerbrochene Beziehung, Nachlässigkeit. Vielleicht warst du auch tatsächlich zu nachlässig, weil ich sag mal so, wie es ist, vielleicht bist du auch eine Person, die abhängig davon ist, was jemand zu dir sagt, wie jemand mit dir umgeht. Wenn jetzt deine Person, dein Herzensmensch gerade mentalen Stress hat und dir nicht so emotional zugänglich ist, sorgt das zwangsläufig dafür, dass du auch in deinen Verstand gehst und dir sagst, ja, liebt dieser Mensch mich gar nicht mehr oder überhaupt und ziehst dich damit dann auch langsam raus. Anstatt in deinem eigenen Selbstwert zu bleiben, auf dein Bauchgefühl zu hören, dein Bauchgefühl, deine innere Stimme, deine Intuition nicht abzulenken, um letztendlich bei dir und auch der Partnerschaft zu bleiben. Weil es heißt ja, durch Hoch und Tiefs gehen, ne? Durch dick und dünn. Durch Freud und Leid. Du hast es ja selber schon erfahren. Freud und Leid liegen nah beieinander. Ja, er geht hier in die Tapferkeit zurück oder sie. Wir bleiben mal beim Er. Wenn es bei dir eine Dame ist, dann leg es dir bitte um. Dieser Mensch überwindet seine Mutlosigkeit, macht Fortschritte, fängt wieder an, für sich selbst einzustehen, hat natürlich äußere Konflikte, ja, irgendeinen Stress im Außen beschäftigt diesen Menschen noch, aber hier passiert der Wandel. Natürlich fällt hier mit dem Prinz der Stäbe auf dem Kopf noch so ein bisschen die Unbeherrschbarkeit raus, natürlich, aber auch der Beziehungskonflikt. Also er weiß, dass er hier etwas tun muss, um diese Beziehung zu retten. Ja, er darf sich nicht selber belügen. Und er hat auch das Bedürfnis, hier wieder mehr Selbstbewusstsein an den Tag zu legen.
mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen. Ja, die Sechs der Stäbe und die Gerechtigkeit haben sich hier gerade umgeschmissen. Natürlich liegen hier die Meinungsverschiedenheiten drauf und mit der Gerechtigkeit auf dem Kopf auch so ein bisschen Verwirrung, Selbstbestrafung auch ganz oft und das Bedürfnis für vergangene Handlungen Verantwortung zu übernehmen. Jetzt ist es natürlich auch an euch, da gemeinsam dran zu arbeiten und zu sagen, okay, was vergangen ist, ist vergangen. Macht nicht mehr draus, als es tatsächlich ist. Jeder hat mal stressige Phasen im Leben. Hier heißt es wirklich, macht einen Cut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Startet neu durch. Letztendlich ist es ja auch immer eine Sache von, wie gesagt, Abhängigkeit, was durchaus hier noch eine Thematik ist, die gelöst werden will deinerseits. Wie schwer du es jetzt deinem Partner, deiner Partnerin machst, das Ganze zu kippen, ja, oder zu kitten, sagen wir es mal so. Die Vier der Schwerter, ja, hier heißt es Gedanken ordnen und auch mal eine Auszeit gönnen. Erholung ist hier angesagt und die braucht er oder sie definitiv. Also wenn da mal so eine ein, zwei Tage Auszeit, nicht im Sinne von wir beenden jetzt die Beziehung, eine Rolle spielt, sondern einfach dieses, ich muss mich jetzt einfach mal kurz erholen, ja. Ich liebe dich, aber ich brauche jetzt mal zwei, drei Tage für mich. Dann sollte das auch akzeptabel sein, weil nur dann kann dieser Mensch dir das geben, was du auch tatsächlich möchtest. Du liegst hier auch als Münzkönigin draußen. Eine sehr selbstständige, bodenständige Person, die sich um ihre Angelegenheiten kümmert. Das heißt aber auch für dich, dass du da wieder reinkommen darfst, zurück in deine Erdung kommen darfst. Hier bist du in der Luft. Ja, hier kommst du wieder in diese Energie von, ja, ich kann Dinge regeln für mich, die wichtig sind. Die Fünf der Kelche ist natürlich auch Verlust, Angst und Schmerz. Auch da musst du durchgehen. Potenziell, wie gesagt, sogar ihr beide durchgehen. Einfach zu schauen, okay, was können wir jetzt in der Zukunft gemeinsam verändern? Du darfst lernen, nicht mehr so in der Abhängigkeit zu bleiben, obwohl du sehr unabhängig bist. Ja, aber wie gesagt, hier liegt die Abhängigkeit drin. Dich nicht von den Emotionen deines Partners abhängig zu machen. Und er darf hier potenziell lernen, okay, wenn ich eine gesunde Partnerschaft möchte, dann muss ich auch ab und zu mal ein bisschen mehr, ja, Tatkraft an den Tag legen, sei es emotional oder tatsächlich im Handlungsraum. Ja, mir mal einen Tag Zeit gönnen auch für die Partnerschaft. Ganz gleich wie. Hier löst sich ein Mangel auf am Montag und hier wird hinter die Maske geschaut. Hier geht's raus aus der Oberflächlichkeit und rein, ja, in die emotionale Tiefe. Das ist natürlich keine Energie, die jetzt nur am Montag präsent ist. Denkt immer dran, Tagesenergien sind Energien, die besonders hervorstechen an dem Tag und dementsprechend natürlich bearbeitet werden wollen. Was kriegen wir hier noch? Der Mond, das Ass der Münzen und die Vier der Münzen. Ja, der Mond steht für die Sehnsüchte, Träume, Ängste, aber auch für den neuen Zyklus, der hier schon ansteht. Natürlich auch für den aktuellen Seelenzustand. Der wird sich angeschaut. Das Ass der Münzen zeigt hier den soliden Neuanfang. Wie gesagt, geerdet bleiben. Das ist für euch beide unglaublich wichtig, denn damit schafft ihr hier im wahrsten Sinne des Wortes die Basis, die Stabilität, auf der ihr aufbauen könnt. Ihr deckt den Tisch einmal neu und ich sagte es ja schon, macht einen Cut. Startet einmal neu. Hier ist kein Platz, entweder seinerseits hier für vergangene Handlungen Verantwortung zu übernehmen, dafür, dass er vielleicht an dem einen oder anderen Tag nicht für dich da war, wo du ihn hättest gebrauchen können, ja, wo man vom Brauchen und tatsächlich, ne, ihr wisst, was ich meine, ja, und du darfst eben halt einfach ihn auch nicht irgendwelche Vorwürfe machen, warum, wieso, weshalb er vielleicht die letzten Wochen, Monate so, ja, anstrengend war. Er musste einfach ein paar Dinge regeln. Und er muss dir nicht alles erzählen, überhaupt nicht, genauso wie du ihm nicht alles erzählen musst. Ja, jeder darf seine eigenen kleinen Kämpfe auch alleine ausführen. Konzentriere dich auf deine innere Balance und nimm dir Zeit zum Entspannen. Du findest nun kreative Lösungen, um Konflikte in deinen Beziehungen zu lösen und diese in neue Harmonie zu bringen. Austarieren ist hier angesagt am Montag. Ja, ihr lieben Liebenden,
Ich wünsche euch einen schönen Montag, einen schönen Start auch in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen, ein Herz von mir. Lasst mir auch gerne ein Herz da. Bis bald.